herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar ist das der Roger Basler de Rocca. Roger, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Schönen guten Morgen, Christoph. Schön, hier zu sein. Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und zwar, du bist ja heute Digital Business Architect. Du wirst sicher noch ein bisschen mehr dazu sagen nachher. Und du entwickelst Geschäftsmodelle. Du bist Speaker, Digital Coach und löst auch digitale Fragen aus dem Geschäftsleben. Habe ich das so ganz grob zumindest mal richtig zusammengefasst? Absolut richtig, vielen Dank. Das passt, wunderbar, sehr, sehr gut. Jetzt möchte ich dir gerne so die erste Frage stellen, und zwar, welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Ich würde sagen, er kam, baute und musste ganz viel noch mehr aufbauen. Das muss man ein bisschen erklären, das finde ich super. Sehr gerne. Weil das Lustige ist ja, wo ich mir das überlegt habe mit dem Geschäftsmodell aufbauen, da war so das Thema Business Development und gerade digitale Geschäftsmodelle noch gar nicht so aktuell und auch überhaupt nicht präsent. Und das Spannende ist, wenn Leute kommen und sagen, schau, ich habe eine Vorstellung von einem Business, von einem Geschäft, und man baut etwas auf, dann man muss zwar nicht nachbessern, aber es ist ein ständiger Wandel. Also das Ganze ist so dynamisch. Man darf es nicht mit einem Haus vergleichen. Es ist eher wie ein Boot, das mit den Wellen auf und runter geht und du versuchst, dass das Ganze natürlich stabil bleibt. Und dementsprechend dieses Bauen und Nachbauen und Wiederbauen und noch mehr und weiter. Dieses Ding, das beschäftigt mich doch schon täglich. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie spannend die ganzen Annahmen und dann die Umsetzungen sind, weil ich habe immer gesagt, ich will was bauen, das das nachhaltig so verhebt und das ein riesig gutes Fundament hat, aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Der Wandel ist stetig. Der Wandel ist stetig, das stimmt. Deshalb ist ja auch hier im Podcast Top Jobs im Wandel. Genau. Bauen, Architekt, alles gut, aber das ist ja Digital Business Architect. Das machst du heute, zu dem kommen wir sicher auch noch gleich. Aber was hast du mal ursprünglich gelernt? Was habe ich gelernt? Ich habe vor, mein Gott, das war 1998, habe ich als Marketingpraktikant angefangen bei IBM. Total eine spannende Zeit. Das war noch vor der Internet-Bubble, aber wir haben dieses ganze tolle Feeling mitgekriegt. Plötzlich war dieses ADSL und diese Kupferleitungen, und wir konnten mit Napster Musik streamen und runterladen, und wir hatten plötzlich den Zugang zum World Wide Web und E-Mail und Laptops und alles war so mobil und agil. Und ich habe dann eigentlich eine Lehre machen wollen als Informatiker. Das hat aber nicht geklappt. Mir fehlt da so ein bisschen die räumliche Vorstellung bei diesen Aufnahmetests. Jetzt nicht funktioniert, diese standardisierten Tests. Und habe dann einfach über Praktikas mir das Ganze angeeignet, durfte dann diverse Abteilungen besuchen und habe mich dann aber entschieden zu studieren. Und habe dann International Business Management angefangen zu studieren. Das heißt, nebenbei, dass ich gearbeitet habe bei IBM, habe ich dann das ein bisschen so das Betriebswirtschaft mit internationalem Umfeld auf Englisch studiert. Wow. Okay. Du sagst so nebenbei studiert. Ja, weil ich wollte immer den Praxisbezug nie verlieren. Und mir war damals wichtig, dass ich auch eine Ausbildung habe. Also ich habe eine FH gemacht, eine Fachhochschule, weil ich einfach wollte nicht irgendwie zu diesen ewigen Studenten gehören, die zwar irgendwo im Raum sitzen und irgendwelche Bücher lesen und sagen, okay, so könnte es dann sein, sondern ich wollte wirklich wissen, was es auch heißt, wenn das Ganze auch umgesetzt wird. Und hatte ich das große, große Glück, gerade mit dem Arbeitgeber IBM, so ein internationales Umfeld bereits vorzufinden, so tolle Projekte zu haben, Technologien zu nutzen. Also das hätte ich nie aufgeben wollen. Okay. Und du sagst, du hast einen sehr starken Praxisbezug natürlich gehabt und wolltest den auch haben. Aber was bezüglich Weiterbildungen, was war auch aus deiner Sicht noch sehr, sehr wertvoll für dich insgesamt, so zurückblickend?
zurückblickend glaube ich, das Wertvollste war immer so dieses Duale im Sinne von, dass man einerseits den Praxisbezug hat mit irgendwelchen Projektarbeiten. Es gab viele Assignments, auch bei den Weiterbildungen, die ich nachher gemacht habe, ich mir darauf geachtet, dass es nicht nur reine Online-Courses sind oder irgendwelche virtuellen Geschichten, sondern dass man auch den Austausch hat, weil ich glaube, 50% auch von den Arbeiten im Daily Business, das hängt davon ab, ob die Leute miteinander können. Es muss nicht mal unbedingt jetzt fachlich das Top-Notch, das absolut perfekte Produkt oder Projekt sein, aber wenn die Execution, wenn die Ausführung nicht stimmt, weil die Leute nicht können miteinander, wenn diese ganzen Soft Skills nicht funktionieren, die Leute nicht kompatibel sind, dann wird das auch später nicht funktionieren. Und da wollte ich immer diesen Bezug auch haben mit den Menschen. Menschen kennenlernen, wissen, wie Menschen funktionieren, wie Menschen auch ticken. Weil letzten Endes, wir sind ja in einem Heart-to-Heart-Business sozusagen, Mensch zu Mensch. Ja, ja. Sagen B2B, B2C. Aber das ist war mir wichtig, immer diesen Praxisbezug mit dem Mensch im Mittelpunkt zu haben. Heart-to-Heart, hast du gesagt, also Herz zu Herz. Ja, genau, ja. Heart-to-Heart, ja. Mensch zu Mensch. Okay, ist gut, habe ich noch nie gehört. Finde ich gut. Sehr, sehr gut. Und wie hat sich dann deine berufliche Laufbahn dann entwickelt bis zu der heutigen Tätigkeit? Ich habe Glück gehabt. Also wirklich Glück. Ich hatte Opportunitäten, die sich plötzlich ergaben. Ich hatte ein Angebot aus einem Büro aus Hamburg, das für ein Family Office Projektleiter gesucht hat. Und dieses Family Office, das verwaltet eigentlich Vermögen für entsprechende wohlhabende Familien. Und im Rahmen von dieser Tätigkeit ging es darum, dass man Projekte aufbaut, um das Vermögen halt zu vermehren und zu verwalten. Und das Spannende an diesem Projekt war, dass ich nach China durfte, weil aufgrund glücklicher Umstände für mich wurde der damalige verantwortliche Projektleiter Vater, natürlich auch für ihn glücklich, nehme ich an, es geht ihm gut, und er konnte aber die Reise nicht antreten, also hieß es damals, Roger, du gehst jetzt nach China, kauf dir einen Koffer, kauf dir einen Anzug, was Anständiges bitte und flieg nach Shanghai. Ja, und da ging ich dann mal los mit meinen zarten 23, 24 Lenzen und dachte, ja, okay. Mir gehört die Welt. Okay, aber habe ich jetzt irgendetwas nicht ganz verstanden, aber Vermögensverwalter warst du ja nicht, oder? Nein, gar nicht, nein. Ja, damit nichts zu tun gehabt, oder? Das Prinzip von einem Family Office basiert eigentlich auf drei Säulen. Das eine ist die Vermögensverwaltung und entsprechend Vermögensschutz. Das heißt, da ist wirklich ein Vermögensverwalter dahinter oder jemand, der sich im Bankgeschäft auskennt. Dann die ganze rechtliche Geschichte. Das sind zum Teil internationale Verträge oder wenn es darum geht, dass irgendwelche Immobilien gekauft werden oder dass man irgendwelche Dinge halt abklären muss, wie es halt so gibt. Also wirklich so ein bisschen ein Council hat. Und die dritte Säule ist die entsprechende Vermögensvermehrung, wo ich dann involviert war. Weil du musst dir vorstellen, sehr viele von diesen Familien, die haben zwar ein entsprechendes Einkommen aufgrund von irgendwelchen Tätigkeiten, die sie natürlich haben, oder auch vom Family Business. Aber wie es halt so ist, manchmal gibt man ein bisschen mehr aus, als da vielleicht jetzt gerade das Dividende reinkommt. Und da braucht es Investment Opportunities, also gewisse Möglichkeiten, Projekte, Direktinvestitionen, um diese Vermögenswerte dann nicht nur zu schützen, sondern vor allen Dingen auch zu vermehren. Und da kommt der Betriebswirtschaftler ins Spiel. Okay, sehr, sehr spannend. Wie lange hast du denn das gemacht? Insgesamt war ich in der Branche für 12 Jahre dann. Wow. Ja. Okay. Also 10 Jahre im Mandat und dann 2 Jahre noch auf eigene Faust, ja. Okay. Und wie hat sich dann das weiterentwickelt zu deiner heutigen Tätigkeit? Das hat sich insofern weiterentwickelt, weil ich dann damals irgendwann gesagt habe, du, ich habe jetzt genug, ich bin zu weit weg. Ich weiß nicht, ich war damals in San Francisco auf einem Projekt und ich hatte das erste Mal in 10 Jahren Heimweh. Oh. Und ich habe dann aus einem Reflex raus, bin ich dann in einen Uhrenladen gelaufen und habe mir so eine Uhr gekauft, damit ich mich immer daran erinnere, wie die Zeit eben geht und wie das rundherum ist. Und die habe ich heute noch, die Uhr. Und ich habe gedacht, okay, weißt du was, jetzt irgendwie... Ja, jetzt musst du zurück. Jetzt musst du rausfinden, ob du noch Wurzeln hast und Wurzeln haben willst. Hab dann damals gekündigt und gedacht, so, ich mache es jetzt selbst. Und hat natürlich grandios nicht funktioniert, weil man hat dann immer so ein Netzwerk und man hat ein entsprechendes auch ein Standing, aber das hat man wegen dem Beruf, den man hat und nicht wegen der Berufung. Und ich musste erst wieder meine Berufung finden, als ich dann zurückkam in die Schweiz. Ohne Reputation, ohne welches Netzwerk. Klar, die Schweiz ist stabil, das ist schön, da hat sich nicht viel verändert, die Züge fahren und alles läuft, aber wenn du nicht dieses Setup hast, wenn du nicht diese Verwurzelung hast, und da wurde mir erstmal bewusst, wie wichtig dieses Netzwerken auch ist, weil
Als ich angefangen habe, ich habe eine Webseite aufgestellt, designen lassen, wirklich auch mit E-Mail, Newsletter, alles wunderschön und habe gewartet. Mhm. Ich dachte, ja, die Leute kommen ja, ich weiß, wie das Internet funktioniert, die Leute googeln und das kommt dann, ja. Mhm. Nur kam da nichts. Interessant, ja. Was mache ich jetzt, ja? Mhm. Und dann habe ich wirklich aus, vielleicht eher aus auch einer Not heraus mir überlegt, hey, ich muss mehr rausfinden, ich muss mehr netzwerken und habe dann mich extrem mit Xing damals noch auseinandergesetzt, ein wenig mit LinkedIn und habe angefangen, ja, mich zu vernetzen aktiv, mich auch anzubieten, sagen, du, ich wäre verfügbar für One-to-Ones, für Coffees und dann kamen dann auch die entsprechenden Projekte. Das heißt, über den One-to-One mit dem Café hast du dann Projekte praktisch dann, ja, akquirieren können. Akquiriert, genau. Und darum ist auf meiner Visitenkarte steht heute auch immer noch Espresso Lover drauf. Weil das war so ein bisschen mein Trick im Sinne von, hey, lass uns ein Espresso trinken. Das muss nicht gleich ein Abendessen sein, sondern wirklich ein Espresso. Weil wenn der fertig ist in 3 Minuten und wir haben nichts mehr zu sagen, ist auch fein. Mhm. Und sonst bestellen wir einen zweiten Espresso. Vielleicht gibt es noch einen Doppelten. Sehr, sehr gut, genau. Aber jetzt erzähl doch mal, was machst du heute genau? Also was ist das? Digital Business Architect. Gerne, gerne. Ich habe eigentlich so 3 Säulen, also ähnlich jetzt wie das Family Office damals, habe ich auch überlegt. Schau, auf 2 Säulen steht sich gut, aber auf 3 Säulen bist du stabil. Und das heißt, ich habe eigentlich als erstes mal dieses klassische Business Development im Auftrag. Das kann man verstehen mit einem Projektgeschäft. Mhm. Leute, Firmen, Inhaberinnen und Inhaber kommen und sagen, schau, ich denke, wir müssen irgendwas im Bereich der Digitalisierung tun, aber wir wollen das nicht einfach machen aus Selbstzweck, weil wir wissen, wir müssen das Ganze jetzt verdigitalisieren, sondern wir wollen im digitalen Bereich Geld verdienen. Das heißt, wir erarbeiten Konzepte, Strategien und setzen die dann auch um, je nachdem, wie der entsprechende Inhaber, der Auftraggeber das auch haben möchte. Das kann wirklich dann manchmal dazu führen, dass es ein Workshop ist, wo man das arbeitet und die Firma macht das dann selbst. Oder dass es dann heißt, okay, das finden wir cool, mach das für uns. Hier hast du Budget, flieg nach Amerika, geh nach Österreich, erklär mal ab in Holland. Ja. Und da ist noch sehr viel Physisches dabei, weil man kann so vieles recherchieren, man muss die Leute auch erleben. Das heißt, der Austausch da ist. Das ist die eine Säule. Das macht ungefähr so 40% aus. Mhm. Ungefähr 30% mache ich Educational Consulting. Du hast vorhin so schön gesagt, so Referent und Workshop-Leiter. Das heißt, Firmen kommen entweder direkt zu mir oder oft auch in Institutionen und sagen, ich denke, ich brauche ein gewisses Skillset. Das ist oftmals aber nur so der Vorwand, weil dahinter steckt ja ein Need, der fürs Business ist. Das heißt, die Leute wollen wissen, wie funktioniert LinkedIn. Sie wollen wissen, wie funktioniert digitales Marketing. Wie funktioniert die ganze Automatisierungsgeschichte im Digital. Und das Schöne ist, ich habe tolle Anbieter dahinter, wo ich sehr viel Freiheit habe, wo ich zwar natürlich die entsprechenden Lernziele umsetzen kann, aber ich darf dann auch Dinge fragen, wie zum Beispiel, was willst du eigentlich damit erreichen? Mhm. Ja, hat dich jetzt einfach nur die Chefetage geschickt und du musst jetzt das auf dem Papier haben oder kann ich ein Problem lösen mit dir in diesen 1, 2, 3 Tagen, wo wir zusammen sind? Und daraus ergeben sich oft sehr gute Gespräche. Manchmal geben sich natürlich auch Projekte daraus. Aber das Wichtige ist, dass die Leute befähigt werden. Darum auch Education Consulting. Weil wenn ich den Leuten beibringe, wie ich es lösen würde, dann verstehen sie viel eher, wie sie es machen können. Und sie müssen es auch umsetzen. Und dann geht es wirklich so ins System rein. Und sie tun das auch dann. Ja. Genau. Das sind 30% und die restlichen 30%. Ja. Da bin ich unterwegs als Speaker oder mache kleine Coachings, wo die Leute mich einfach 1:1 buchen. Mhm. Das heißt, das kann dann sein, dass man vor einer größeren Bühne ist mit 200 Leuten von einem Industrieunternehmen in der Nähe von Stuttgart. Das ist dann eher so ein bisschen formell. Das kann aber auch sein, dass man in einen Raum reinkommt, wo gar nichts ist und nicht die Technik läuft und du sagst einfach, weißt du was, so Ärmel hintern und hier haben wir Blatt Papier, jetzt wird gearbeitet. Ja? Genau. Genau. Und genau, oftmals gibt es auch dann daraus natürlich gewisse, gerade bei Publikumsveranstaltungen, Startups, die kommen und sagen, du schau, können wir uns mal austauschen, können wir helfen und du merkst schon, es wird dann plötzlich mehr als 100%, weil dann kommen dann die Wochenende, weil dann hockt man mit den Leuten zusammen und man hilft denen, man sagt auch, spricht über die Fehler, die man selbst gemacht hat, die Startups, die funktioniert haben, die nicht funktioniert haben und versucht eigentlich dort natürlich auch im Rahmen von der digitalen Geschäftsentwicklung Startups unter die Hand zu greifen. Okay. Und was, wo liegt deine Begeisterung? Also was begeistert dich genau in deinen heutigen Tätigkeiten? Die wirkliche Begeisterung ist dann, wenn ich sehe, dass ich Leute befähigt habe,
indem ich Ängste abgebaut habe und ihnen das Vertrauen wecken konnte, dass sie es tun können. Weil ich sage immer, wir leben eigentlich in einer extrem glücklichen Zeit. Ich habe schon gehört, dass die Leute so ein bisschen das auch als weitere Renaissance bezeichnen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, wir sind in einer neuen Art der Aufklärung, weil noch nie hatten wir so viele Chancen und Möglichkeiten. Du machst den Browser auf und du kannst ein Geschäft starten. Du kannst heute einen YouTube-Film schauen und dir was beibringen. Und die Leute trauen sich aber nicht. Und meine erste Schwelle ist immer, die abzubauen, damit die Leute sagen, hey, du kannst das. Und ihnen zu sagen, schau, wenn du nur das hier ein bisschen machst, dann kannst du es umsetzen. Und das ist extrem zufriedenstellend. Also das ist wirklich, da habe ich so viel Freude dran, wenn ich dann sehe, nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Projekt, dass die Leute wirklich ins Tun kommen. Und also da habe ich dann ein Smile, das geht, und das Lächeln, das geht nicht mehr weg. Ja. Okay, sehr, sehr schön. Was würdest du dann noch sagen? Ich meine, ich habe schon ein bisschen verstanden, dass du die Leute ins Tun bringst. Aber was würdest du sagen, was zeichnet dich jetzt auch als Digital Business Architect besonders aus? Ich denke, dass das Wort oder die Kombination Digital Business Architect impliziert ja grundsätzlich, dass er ein Architekt ist, der einerseits eine Vision hat, aber diese Vision auch auf Papier bringt, damit die Leute das verstehen. Und ich glaube, meine größte Stärke ist, dass ich die Fragen stelle und die Leute dort abhole, damit ich nachher dieses Bild zeichnen kann. Ich erkenne sehr oft die Vision relativ schnell, wo es hingeht, aber die Leute sehen es noch nicht, weil seeing is believing. In dem Moment, wenn ich sehe, dann glaube ich dir auch und ich übersetze dann eigentlich die Fragen, die ich stelle, die Antworten, die ich kriege, in einem Bild, das wie ein Plan ausschaut, wo die Leute sagen, okay, ich verstehe, das ist ein dreistöckiges Hochhaus. Oder aha, das ist eine Mansarde oder ach schön, das ist ein Balkon. Und wenn ich das dann umsetze und ergänzen kann mit Leben, mit Dekoration, damit das Ganze auch dann wirklich funktioniert, das ist eigentlich die Stärke, die ich am meisten rausspiele. Weil ich brauche ein Blatt Papier, einen Stift und ich erkläre dann mit Symbolen und mit Dingen, die ich dann auch nachzeichnen kann im Internet, wie das Ding funktioniert. Das ist schon das, ja. Okay, okay. Aber kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen näher, also tiefer rein oder mitnehmen, so in so einen Entscheidungsprozess? Also wenn wir mal sagen, jetzt hätte man irgendein ein Unternehmensführer, einen Entscheider, vielleicht ein Unternehmen, und sagt, ich würde jetzt gern zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, ein Geschäftsmodell jetzt digitalisieren, oder würde man überlegen, was kann ich da machen und möchte gerne mal mit dem Roger einen Kaffee trinken und mal ein paar Gedanken austauschen. Wie gehst du da vor? Oder was kann ich da erwarten auch dann von dir? Also das ist die erste Frage, die ich dann immer stelle, ist, schau mal, wie verdienst du momentan Geld? Kannst du mir sagen, was 80% von deinem Umsatz ausmacht, und kannst du mir bestätigen, dass es wahrscheinlich von 20% von deinen Kunden kommt? Und dann die Antwort ist 99% der Fälle ist ja. Ja, woher weißt du das? Sage, ja, das ist normal. Ja. Und dann geht es darum, und da will ich wissen, schau mal, diese 20%, die 80% Umsatz bringen, welche Probleme löst du wirklich für die? Und hast du das Gefühl, dass du noch mehr Probleme lösen könntest, die wir allenfalls verdigitalisieren können? Ich benutze bewusst das Wort verdigitalisieren, weil wenn die Leute sagen, ja, digitalisieren, das ist einfach ein Blatt Papier, das plötzlich ein E-Mail wird. Ja, aber die Verdigitalisierung bedeutet, dass du einen Mehrwert schaffst, dadurch, dass wir digitale Komponenten nutzen können. Und das kann oftmals auch sein, dass man rausfindet, ja, schau, wir haben in unserem Projektgeschäft die Thematik, dass wir zwar total tolle Produkte machen, die 20 Jahre halten, aber unsere Servicetechniker dann immer wieder rausgehen müssen aufgrund von einem Kalendereintrag. Wie wär's, wenn man das Ganze reinprogrammieren könnte und die Leute im Loop halten könnte, sogar den Leuten sagen könnte, schau, wir haben jetzt halbjährlich Reviews, wo wir den Leuten das an die Hand geben, sagen, schau, die Maschine kannst du selbst checken und wenn du nicht mehr weiterkommst, hier hast du einen Button und innerhalb von 24 Stunden ist der Techniker vor Ort. Und dann plötzlich geht den Leuten ein Licht auf, weil ich bin ja nie Spezialist in deren Branche, aber die denken dann plötzlich mit und weiter und dann kommt schon der zweite Kaffee, der zweite Espresso und sagt, okay, erklär mir das genau. Ja, dann sage ich, schau, hier hast du die Möglichkeiten, hier gibt's ein Tool, hier haben wir schon mal was gebaut. Schau mal, wenn du dein CRM und deine ERP anschaust, da hat es Schnittstellen drin, da gibt's eine API, wer hat da eine Möglichkeit, ja. Und dann geht es wirklich dann schon bereits ans Modellieren. Das heißt, Schritt 3 ist neben dem, dass man gesagt hat, ciao, wo verdienst du Geld und wie kannst du noch mehr Wert schaffen? Kannst du dir das vorstellen bereits? Ich fand es ja angeregt. Dann geht es wirklich ans Zeichnen. Okay. Sehr, sehr spannend. Und wer ist dann so, wer sind deine Kunden dann? Ich meine, ich habe jetzt einfach mal gesagt, ein Entscheider, ein Unternehmensinhaber zum Beispiel. Aber wer sind jetzt klassischerweise deine Kunden?
Klassischerweise wird der Kontakt oft übers Marketing hergestellt oder übers HR, weil dort momentan die größten Schmerzpunkte sind. Das HR hat das Problem, dass sie nicht die richtigen Leute finden irgendwie und das Gefühl haben, sie machen viel zu viel Administrationsarbeit und eigentlich nicht dieses Empowerment für die Leute. Und da merkt man, wo der Schmerz eigentlich wirklich ist, weil sie haben nicht die richtigen Leute dann vor Ort, die dann eben diese Transformation ausführen könnten. Und das Zweite, die Marketingleute, die kommen und sagen, schau, wir merken, dass wir auf den klassischen Kanälen nicht das Richtige tun. Nicht, dass die klassischen Kanäle nicht mehr funktionieren würden, aber da läuft eben nicht. Aber der Grund dahinter, der Druck dahinter ist ja Geld verdienen. Und aufgrund dessen finden dann die Intros zu den Geschäftsleiterinnen und Leitern immer über diese Abteilungen, über diese Personen statt. Okay, gut. Das habe ich das richtig verstanden. Jetzt auch, jetzt in meiner Zunft haben wir ja zum Teil auch die Herausforderung, dass wir Leute suchen und uns da tatsächlich ein bisschen schwer tun, weil es vielleicht, ich meine, es gibt immer Fachkräfte, aber die Frage ist, sind wir auch als Unternehmen genügend interessant für diese Fachkräfte? Oder? Können wir uns wirklich, haben wir diesen Brand, wo die sagen, jawohl, und vielleicht stimmt das alles und ich kriege trotzdem keine. Also das heißt, da wärst du auch ein Ansprechpartner, wenn es darum geht, sich mal zu überlegen, wie kommt man jetzt wirklich durch vielleicht neue Gedankenwege, Gedankengänge an neue Leute dran. Ist das richtig? Absolut richtig, ja, okay. Genau. Es geht da oft auch darum, die eigenen Kompetenzen nach außen zu tragen. Und wovon hier viele HR-Abteilungen, das ist ein bisschen erwähnt, Angst haben, ist, dass sie vielleicht zu viel nach außen tragen. Weil stell dir vor, plötzlich ist die ganze Firma bekannt mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit all diesen Talenten. Die sind auf LinkedIn ansprechbar, sie sind plötzlich rekrutierbar. Oh mein Gott, was machen wir dann? Was sie dann aber nicht sehen, ist die andere Seite, die Opportunität, weil jeder hat irgendwo zwischen 200 und vielleicht 1000 und mehr Kontakte. Und wenn ich dann als Mitarbeitende eine Stelle publiziere in meinem Netzwerk, wo ich sage, hey, schau, es wäre toll, wenn jemand in mein Team kommen würde, dann ist die Chance viel, viel größer. Und genau diesen Mindset, diesen Change, diese Veränderung bei den Leuten zu bewirken und zu befähigen, da bin ich oft sehr, sehr, sehr dankbar und auch sehr gern dabei. Sehr, sehr gut, wunderbar. Vielen herzlichen Dank mal dafür. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen auch an dich als Person. Und zwar, kannst du heute jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Absolut, das kann ich mit 100% bejahen. Ja. Wow, cool. Ja. Sehr, sehr schön, wunderbar. Und dann habe ich natürlich eine kleine Frage, und zwar eine kleine philosophische Frage. Der Steve Jobs hat ja auch schon gesagt, find your purpose. Und viele sagen auch, finde dein Warum. Was ist dein Warum? Was würdest du sagen, was ist deine Berufung? Ich habe mir die Frage oft gestellt. Ganz ehrlich, ich stelle es mir eigentlich jeden Morgen, weil ich habe so ein kleines Ritual, wo ich mir eigentlich aufschreibe, einerseits drei Dinge, die ich heute erledigen muss und fünf Dinge, für die ich dankbar bin. Und ich schaue das jeweils abends an, weil ich denke, der wirkliche Sinn, der wird sich wahrscheinlich erst ganz am Schluss ergeben. Wenn ich so ein bisschen zurückblicke und schaue, okay, alle Dinge, die gut waren, die nicht so gut waren, das gibt irgendwie Sinn. Wenn du mich heute fragst, zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen, dass mein Sinn darin besteht, den Leuten aufzuzeigen, was sie wirklich bewegen können. Oftmals im Geschäft natürlich, aber da bewegt sich ja auch was auf personeller Ebene, das heißt persönlicher Ebene, Entschuldigung. Und die Leute sehen, hey, ich kann das, ja, und ich muss auch was tun. Und das kann manchmal was ganz, ganz Simples sein. Das kann sein, ich update mein LinkedIn-Profil und bin plötzlich ansprechbar. Aber den Leuten bewusst machen, ohne irgendwie das Ganze von oben herab als Lehrer oder als irgendwie Experte sagen zu wollen, sondern sagen, schau, gemeinsam können wir das wuppen. Und wenn du lächelst, nicht lächelst, dann haben wir einen tollen Tag gehabt. Mhm. Ja. Sehr, sehr schön, wunderbar. Jetzt, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen und zurückgehen so zum 20-jährigen Roger und ihm etwas ins Ohr flüstern könnten, also was würdest du ihm noch ins Ohr flüstern wollen mit all deinem Wissen und deinen Erfahrungen von heute? Das wäre wirklich toll. Ich würde ihm, glaube ich, drei Dinge sagen. Das erste ist, lies noch mehr. Ich habe schon immer sehr, sehr gerne Bücher gelesen, aber wenn ich zurückblicke, mein Gott, was ich alles noch hätte lesen können und man kommt ja nicht mehr nach heute, lies viel mehr, das wäre Nummer eins. Und Nummer zwei ist, pack deine Koffer und geh. Geh jetzt. Geh dahin, wo dich die Reise hinzieht. Egal wohin, mach was. Ja. Und Nummer drei ist, lern noch besser zu programmieren. Also, weil das ist das, was ich am meisten bereue. Ich habe mal mit Pascal und C++ und all das, die Programmiersprachen, die konnte ich mal, aber
ich habe den Anschluss verloren. Und das wäre jetzt noch ein bisschen was, wo ich gerne noch das eine oder andere App vielleicht nur für mich gerne programmiert hätte. Ja. Okay, sehr, sehr spannend, super. Jetzt gibt es auch noch irgendwelche Programme und auch vielleicht Internetressourcen, wo du sagst, die nutze ich heute sehr aktiv und gerne und helfe mir vielleicht auch meinen Alltag besser und optimaler zu gestalten. Absolut, ja. Also ich bin ein Riesenfan von Dropbox. Ohne Dropbox würde ich nicht überleben können, weil Dateien teilen und gemeinsame Dokumente bearbeiten, das wird nicht ohne gehen. Natürlich brauche ich dann die ganze Google Suite. Also wir haben Google Mail, Google Calendar, Google Drive für laufende Geschichten. Das ist extrem wichtig, um das zu verbinden. Und wenn ich schon von Google Calendar spreche, dann habe ich ein Tool, das heißt Calendly, wo es um die Terminvereinbarung geht. Weil wenn ich meinen Kalender nicht öffentlich hätte und die Leute nicht buchen könnten, ich wäre ständig nur am Hin- und Herrennen, Termine zu finden. Das sind so die drei Tools, da bin ich extrem dankbar, dass es die gibt. Super. Vielen, vielen Dank. Wunderbar. Du hast sicher auch noch ein paar Bücher oder vielleicht auch Hörbücher, wo du noch empfehlen kannst. Also mein absolutes Lieblingsbuch ist Simon Sinek, Start With Why. Wenn du weißt, warum du etwas tust, dass du dann entsprechend ja viel erfolgreicher bist. Dann natürlich 10X von Grant Cardone. Ja. Der ist natürlich extrem amerikanisch, aber er hat es einfach drauf, die Leute ein bisschen aus der Komfortzone zu pushen. Und dann ein Buch, das ein bisschen älter ist, Gary Vaynerchuk, Jab, Jab, Right Hook oder Storytelling in sozialen Medien. Er hat wirklich verstanden, wie es darum geht, zu dokumentieren, statt zu kreieren, wie ich gerne sage, das nach außen zu tragen. Und diese drei Bücher haben mich wirklich geprägt. Wirklich, die sind ja toll. Super. Super, sehr, sehr gut, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Wenn jetzt jemand mit dir Kontakt aufnehmen will und sagt, Mensch, das ist so inspirierend, was jetzt der Roger da erzählt hat, ich möchte ganz wirklich mal gern vielleicht auch mit ihm einen Espresso trinken. Oder wie stellt man einen einfachsten Kontakt zu dir? Ist sehr lieb, dass du das fragst und ich schätze das sehr. Ich habe eine Domain, die heißt roger.social und da findet man alles. Das ist so eine kleine Landingpage, da hat man die ganzen Kontaktdaten drauf, man kommt auf meine Webseite, man kommt auf meinen YouTube-Channel. Man kann Termine buchen und mit www.roger.social kann man mich am einfachsten erreichen. Und dann natürlich Social Media genauso wahrscheinlich. Social Media bin ich sehr aktiv auf LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, you name it. Aber LinkedIn sehr, sehr gern. Da können wir gleich über das Business sprechen. Wunderbar. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und vielleicht bis bald wieder mal. Danke, sehr, Roger. Sehr, danke dir, Christoph. Schönen Tag. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.